Hallo Leute, ich grüße euch aus Spanien mit meinen neuen 5 Poetry Maps. Das sind erstens philosophische Gedanken, zweitens Gedanken über den Krieg, drittens Gedanken über die Face-Masken-Geschichten. Viertens Space Out vom Diesseits ins Jenseits. Und Band 5 Homoboy Trans Sex, sexuelle Texte, die Poetry Maps sind so aufgebaut. Sie beinhalten je 2 Maps. Eine Map besteht aus einem Bild eines Künstlers und Texten von mir. Das Ganze ist von mir gesetzt, gefaltet, von Hand, gemalt, gefaltet, geklebt. Es gibt pro Band 100 Stück. Sie sind eine Art Kunstprojekt. Entstanden in der Quarantäne, im Lockdown in Spanien, sind Texte alte wie neue und so treten sie ans Licht. Bei diesem Space Out Projekt handelt es sich auch um Performances, die bereits passiert sind. Das Bild hat ein alter Freund von mir gemacht, das ist Bruno Haag, ein Kunstmaler. Und das Bild ist ein Spermium. Dieses Spermium kommt in diese Welt. Tritt in diese Welt nach 9 Monaten. Es war das Stärkste, das Schnellste. Und die philosophischen Gedanken sind beinhalten natürlich Gott und die Welt, wie es uns hier so gefällt und wie es uns besser gefallen könnte. Das Bild ist von Evelyn Kraner. Die Masken. Das Bild von Sandra Virtic. Das sind jetzt die Texte und das Bild von Sandra Virtic zeigt eine schöne paradiesische Darstellung. Was wir brauchen zum Leben. Und es ist auch ein bisschen ironisch. Meine Texte sind auch ironisch, man könnte sagen, es wäre Lyrik, man kann auch sagen, es wäre Prosa, lyrische Prosa, sind aber auch einfach Gedanken, ein bisschen anders formuliert. Ein Dichter ist ja jemand, der
vielfach seine Form zu schreiben gefunden hat in Gedichtform. Er kann es nicht unbedingt ein Buch verfassen, aber er kann Gedichte schreiben. Darum ist er ein Poet. Und ein Poet hat ganz bestimmte Art der Empfindung. Nun, die War Lords beherrschen ja die Welt. Die Warlords Na, wir sind natürlich alle in einem Käfig und wir müssen uns selber einen Platz schaffen. Wenn es geht, ohne Korruption und ohne Krieg, mein Wunsch ist etwas Soziales, meine Idealvorstellung ist soziale Art und nicht kapitalistische Art. Ich denke, der Kapitalismus, wie er heute die Welt beherrscht, wird unsere Welt zerstören. So, die ganze Sache mit den Poetry Maps ist die, dass wir etwas tun sollten gegen unseren eigenen Untergang. Die sexuellen Texte, das sind natürlich Texte aus meinem Erleben, meinen Recherchen, sagen wir mal, und Erfahrungen. Auch aus der Sicht der Homosexualität oder der Transmenschen, der Menschen, die nicht dieses Durchschnittliche empfinden, diese durchschnittliche Sexualität leben können, wollen, die eine andere Form gefunden haben. Und das sind die LGBTIQ+, Regenbogenmenschen. Dieses Bild hat mir dazu extra Claude gemacht. Claude, ein alter Freund von mir, der einen super Grafik macht. Und er ist ein VJ, das heißt ein Visual DJ. Er bringt die Räume in ein anderes Licht. Ich empfehle euch diese Bändchen, sind erschienen im Amsel Verlag, Zürich. Dort sind sie auch zu beziehen, sind aber auch zu beziehen bei mir. Bei mir erhaltet ihr einen speziellen Freundschaftspreis, sozusagen ein Subskriptionspreis. Der wäre bei 20 Franken für ein signiertes, nummeriertes Exemplar und die werden vielleicht bald vergriffen sein. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, mich würde es freuen, wenn ihr das bezieht, auch bei mir direkt über meine E-Mail im Moment, werde ich euch das zukommen lassen. Wie gesagt, 20 Franken bei mir, eines, alle 500. Und beim Verlag und später kosten sie dann 30 und beim Verlag 40. Ja, so ist die Welt, es kostet alles sein Geld. Ich danke euch für jedes Interesse. Damit meine Ausgaben nicht nur Ausgaben bleiben, sondern auch noch irgendetwas in Form einer Reaktion reinkommt. Oder eben, ja, jetzt sind sie am Tageslicht und ich empfehle euch das Ganze. Viel Freude daran.